Einfach generell Walkuchen. Genau. So, Turffield. Oh, da hinten liegt noch eine TM. So. Wie komme ich denn da hinten an diese TM? Da muss ich wahrscheinlich wieder irgendwie einmal rumlaufen hier. Mich hier durch auch nicht. Aber von da hinten kommt man irgendwo dahin. Das muss ich mir jetzt erstmal angucken. Ich will die TM haben. Du findest eine Kraftwurzel. Frag mich, ob diese Items, die hier durch Glitzern angezeigt werden, respawnen. Oder ob da. Respawn. Das ist cool. TM 97, Wirbler. Also soweit ich es jetzt schon mal gesehen Ich hatte. meine auch, dass ich an einer Stelle schon mal was gefunden hatte, wo ich noch mal, wo später wieder was hatte. Also wäre sinnvoll. Also ja. Wäre schon cool. TM Wirbler, genau, oder? Wirbler, Nadelrakete, Zauberblatt. TM10, TM97, Unlichtattacke, aha. Der Anwender dreht schwungvoll seinen Körper und fügt allen Pokémon im Umkreis dabei Schaden zu. Kann keins meiner Pokémon erlernen, obwohl ich ein Unlicht-Pokémon dabei habe. Manu. Zauberblatt kann keiner lernen, Nadelrakete kann keiner lernen. Ja, gut, also irgendwie. Ja, gut. Ich überlege ja gerade, ob ich jetzt vielleicht ein paar Pokémon austausche. Einfach mal so just for fun, um wieder ein bisschen was anderes mitzunehmen. Hier ist hier noch irgendwas. Hier kann man später wahrscheinlich irgendwie surfen. Ah, hier ist Route 5. Okay, da wollen wir noch nicht hin. Da wollen wir noch nicht hin. Achso, das ist das Pokémon Center. Hier unten nicht auch ein Pokémon Center? Achso, okay, ja, never mind. Aber hier? Bettini! Jaro arbeitet nicht nur hart auf den Feldern, er züchtet auch wunderschöne Blumen. Also irgendwie hat jede Oh, ich Stadt. gehe jetzt in die dritte Arena. Okay. Irgendwie hat jede Stadt Blumenladen, aber man kann nirgendwo Blumen kaufen oder reingehen oder so. Schade, ne? Wenn man hübsche Blumen mit sich trägt, werden oft Pokémon davon angelockt. Oh, da liegt noch ein Item rum. Ein Top-Beleber, wow. Wie hier mit Belebern und so um sich geschmissen wird. Ja. Ja. Hier geht's wieder zum Hügel, ne? Okay. Viel zu bieten hat das Örtchen hier ja nicht. Außer das Stadion. Okay, wie war das mit dem verbuddelten Schatz? In den Stein ist ein Wort eingemeißelt. Wasser. Okay. Und irgendwo noch andere Steine, die ich mir angucken könnte? Ah ja, Flug. Flug. Gift. Jaro hat verloren. Ja, hat er. Unten sind auch noch Steine. Und Licht. Pflanze. Okay. Beginnt mit Pflanze. Dann. Schwäche, dann Stärke. Oder was? Dann Stärke, dann Schwäche. So. Ich würde schon den Kreislauf schließen. Erst Pflanze, dann Stärke, dann Schwäche.
Das hier war Gift, ne? Nee, das war Flug. Das war Gift. Gift war effektiv auf Pflanze. Das ist Wasser. Okay. Also, anfangen bei Pflanze. Pflanze. Dann Stärke. Stärke von Pflanze ist Wasser. Welche war Gift? War jetzt nicht schnell genug? Das ist nur Mythos und da passiert gar nichts. So. Hatte doch Giftschwäche, oder? Flugschwäche. War Flugschwäche, ich Idiot. Ja. Bin gerade irritiert, verdammt. Also. Pflanze. Dann Stärke ist klar Wasser. Und dann Flug. Wie trotzdem. Ein Versuch noch. Ich brauche ja auch was stark gegen Pflanze ist zuerst und dann was schwach gegen Pflanze ist. Und Wasser. Keine Ahnung, es passiert nicht. Dann verlassen wir die Stadt halt. Ich möchte bitte ein Morpeko haben. Ein was? Ein Morpeko. Okay. Das, was Mary hat. Ah, okay. Das, was du auch willst. Okay, wird mein Kampf jetzt im Fernsehen übertragen? Zeit für ein hautnah Interview mit einem Arena-Challenger. Das würde sich dafür besser eignen als ein Pokémon-Kampf. Ein gutes Team aus Trainer und Pokémon strahlt regelrecht vor der Kamera. Strahlt regelrecht vor der Kamera. Und Betonung ist immer so eine Sache. Die Interviewer Lynn und Scott fordern dich heraus. Oh, geil, Doppelkampf. Was habt ihr denn da? Klick und Iguana. Okay. Ja, ich glaube, da sollte man mit Käfer-Pokémon nicht zwingend drinnen bleiben. Setz mal Bunny ein. Bluebird. Iguana ist Elektro. Ist auch nicht unbedingt die beste Wahl dann.
Gehen wir auf Klepto. Ladestrahl. Nitro-Ladung. Auf Klick bitte. Und ich sagte jetzt schon mal, Morpeko ist echt fies. Standpauke. Ach, geht auf beide, okay. Das war easy. Das kann ja nicht angehen. Bluebird erreicht Level 21 und Nichtschigi erreicht Level 20. Ich denke mal, spätestens jetzt wird sich Nichtschigi wirklich mal entwickeln. Er muss nicht angehen. Denn es hat nur eine Entwicklung. Auch sein kann. Lass mal gucken, ob der Pokédex das hier verrät. Usum hat man ja immer gesehen, wie viele Entwicklungen die haben. Kann jetzt nicht angehen, dass ich jetzt gerade echt verliere. Okay. Gegen Mary. Okay. Ja, eure Reportage wird ein Reinfall, weil ihr gegen mich verloren habt. mal kurz was gucken. Hallo, das kann nicht ich entwickelt. Angehen. Dann. Pokédex wollte ich gucken, genau. Ja, ich würde sagen, das war meine erste Niederlage. Okay. Insekt Kirada. Ja, das war's. Okay. Meine erste Niederlage. Okay, Sprache wechseln. Nein, der Pokédex verrät nichts darüber. Ich gehe trotzdem davon aus, dass Kira da noch eine Entwicklung hat, weil es halt im Text was so stand. Und 13, 14 sind Raupi und Safcon, 15 muss dann Smetbo sein. Oder 15 ist Smetbo, okay. Gucken wir mal weiter. Micro und Kranowitz. Raffel hat nur eine Entwicklung. Dusselgur hat nur ein, Kleptifuchs hat nur eine Entwicklung. Das ist gut zu wissen, dann würde ich das nämlich gleich tatsächlich mal austauschen. Dafür irgendwas anderes mitnehmen. Kamehaps hat auch nur eine Entwicklung, okay. Voldi scheint eine Entwicklung zu haben, aber auch nur eine. Okay. Togel, Pampuli. Pampam, Klick. Gut, würde ich sagen, tauschen wir mal aus. Beutel. Fluchtseil ist ein Basis-Item? Mhm. Okay. Auch von mir aus. Und die Pokémon... möglich jederzeit Zugriff auf PC-Boxen und Pokémon-Center Pokémon abzulegen oder ins Team aufzunehmen. Kannst die Pokémon-Boxen nicht über deinen Pokémon-Beutel nutzen. Okay, ich glaube, die Beschreibung ist einfach nur sehr widersprüchlich. Ja. Dann gehen wir doch nochmal zurück. Mano. Hä?
Muss ich hier oben lang? Okay. Na gut. Wenn das Spiel das so will. Oh, jetzt kann ich auch die ID-Lotterie machen. Ja, ich ziehe los. Viel Glück bei der Ziehung. Ja, mir schon klar, dass es keine Übereinstimmung gibt. Oh, wie sieht es mit den Pokéjobs aus? Oh, neue Aufträge. Hilfe bei der Feldarbeit. Pflanzen-Pokémon, maximal 4. Gucken wir gleich. Pokémon-Boxen. Ich glaube, ich nehme Sahnehaube mit. Für Klepto. Nein, nicht wieder in die Boxen. Pokéjobs. Hab ich denn überhaupt noch ganzen Pokémon, die ich gerade losschicken könnte? Ja, Eevee. Oh, Pumpkin. Pumpkin ist auch Pflanze, ne? Ja. Immerhin können wir zwei losschicken. Lalalalalala. Okay. Na dann. Jetzt geht's aber wirklich weiter auf die nächste Route. Route 5. Mit euch haben wir schon gekämpft. So, was haben wir hier? Das sieht mir doch nach Pikachu aus. Pikachu? Ja, du bist Pikachu. Ist sogar leveltechnisch höher als ich. Okay, cool. Und bist schneller. Au. Der Sternschauer tut richtig weh. Ich sollte dich nicht unterschätzen, Kleines. Schicken wir Corby rein. Lalalala. Ja, ich bin den Scheiß nur falsch umgegangen. Okay. Wie nicht gesagt, lass das. Versiegt. Das macht gar keinen Schaden. Ja, dann sollte der Funkensprung aber auch noch nicht reichen. Ne, tut er auch nicht. Perfekt. Na dann. Nein, X, nicht Y. Ich hab noch zwei Pokébälle. Okay. Der Pikachu mag keinen normalen Pokéball. Ah, Korki bringt den Pokéball wieder. Na, immerhin etwas. Schade, wieder befreit. Hab ich dich. Klasse, Pikachu wurde gefangen. Okay, und Bunny hat ein Level ab.
Der Picochilla wurde ein Eintrag im Pokédex angelegt. Ja, wir nennen's Chili. Du hast Chilla genannt. Das dachte ich mir. Oder das hatte ich so irgendwie noch im Hinterkopf. Ja, ja, das hatte ich so noch im Hinterkopf. Deswegen, ich meine es nicht so. Aber Chili finde ich auch ein guter Name. Ein Parfi. Bin ich schneller als Parfi? Jawohl. Wow. Unlicht ist nicht sehr effektiv auf Fee anscheinend. Okay. Ja. Oh, die Aquaknarre macht halt trotzdem nicht mehr Schaden. Trotz Volltreffer. Aromakur. Haben wir den Flinch bekommen, sehr gut. So, ich laufe zur dritten Arena. Yay. Nein, nicht Parfi denn. La 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 la. Parfüm-Pokémon. Von seinem Körper geht ein süßer Duft aus, der einfach jeden bezaubert. Bei den vornehmen Damen des Adels war es besonders beliebt. Ist aber männlich. Uff. Nimm was Moschus. In meinen PC. Ja. Weg damit. Da habe ich noch ein Item. Oh, hier könnte ich wohin genau fangen. Interessant. Wohin genau? Eine Wechselhülle. Item zu tragen. Dieser hatte man sollte mit allen Umständen ausgetauscht werden können. Der getrollt wurde. Hallöchen. Die Idee war gut, aber Lillys Arme waren zu kurz. Sehr schön. War nicht schlecht. Meine, das war ein Donation-Sound von mir. Ah, das ist jetzt die Pension. Ja, genau, der Pokémon-Hort. Und der zweite Pokémon-Hort, den ich gefunden habe. Das war's dann auch schon. Okay. Ja. Nein, ich möchte keine Pokémon dir in Pflege geben. Dankeschön. Aber ich möchte trotzdem gleich mal kurz reingehen. Ach, weißt du was, Kollege? Warum musst du rumstressen? Mal ganz ehrlich. Ist doch nun absolut meine Sache, was ich streame. Ich meine, wenn ich es jetzt nicht streamen würde, würde ich es halt trotzdem gerade zocken. Also kann ich es auch nebenbei spielen. Ja. Also ich weiß nicht, warum du da jetzt irgendwelche klugen Sprüche ablassen musst. Ja, so kommt's aber rüber. Gerade in Verbindung mit deinem Namen. I'm sorry. Es ist ein Toxel. Ja, ein Toxel. Ich habe ein Ei gefunden, bin damit rumgelaufen. Jetzt ist daraus ein Toxel geschlüpft. Aber okay, wenn du es nicht als Beleidigung meinst, dann sorry. Aber es kommt halt so rüber. Das ist halt das. Und viele kommen halt einfach so in Streams rein und meinen einfach nur rumstressen zu müssen. Ja, dann sorry dafür, dann alles gut. Hier, ich möchte, dass du es trainierst. Das ist ein schockierend putziges Pokémon. Oh cool, ich krieg Toxel einfach geschenkt. Cool. Mit Toxel wurde ein Eintrag im Pokédex angelegt.
Ist halt nicht wirklich süß, ne? Also so die Pfoten her schon vom Gesicht. Ich weiß noch nicht, was ich davon halte. Baby-Pokémon. Elektrogift. Ich find's Es niedlich. ändert sein Toxin auf chemischer Ebene, um Strom zu erzeugen. Dieser ist zwar schwach, kann aber einen lebenden Schlag verursachen. Ich finde es bislang ganz cool. Also, gut, ich bin jetzt gerade erst im ersten Orden vorbei und das trotz keine Ahnung wie vielen Stunden Spielzeit mittlerweile. Aber ich finde es ganz cool. Ich kann mich hier bislang sehr gut drinne verlieren. Ich habe meinen Spaß. Ich habe ein Lichtel. Ich habe mir aber auch viel Zeit gelassen, bis ich dahin gegangen bin. Also es ist jetzt nicht so, dass ich mich da jetzt abhetze oder so. Ich will einfach nur die Zeit genießen. Wie nenne ich denn Toxel? Gift Elektro. Finde ich ja schon von der Kombination her ziemlich cool. Elektroxin. Keine Ahnung. Will ich stundenlang sitzen und mir einen Namen überlegen. Wie riecht schon Elektroxin? Kannst du denn noch? Welches Level bist du? Level 1, okay. Immerhin im Luxusball. Plus Spezialangriff, minus Verteidigung. Hasenfuß. Wird es von einer Unlichtgeister- oder Käferattacke getroffen, bekommt es Angst und seine Initiative steigt. Aha. Angrubbler, Heuler, Dreschfliege, Säure. Okay, cool. Cool. In eine Box. Box, Toxel. Die hier kannst du auch noch haben. Gibst du sie ein Pokémon, kannst du sein Training damit beschleunigen. 5 EP-Bonus XS. Aha. Ein Bonbon, das voller Energie steckt, man verzehrt das Pokémon eine sehr geringe Menge an Erfahrungspunkten. Pokémon-Eier findest du im Pokémon-Hort und EP-Bonus erhältst du, wenn du deine Raids bestreitest. Ich weiß. Gut. Mal hier denn noch? Ein Trainer. Meine Partner-Pokémon habe ich auf eine ganz besondere Weise trainiert. Das wirst du gleich sehen. Okay. Pokémon-Züchter Bradley fordert dich heraus. Ein Velursi. Ach, Corgi trägt noch den Poker, weil den muss ich gleich wegnehmen. Das darf Bluebird übernehmen. Ganz ehrlich, von all diesen Standard-Vogel-Pokémon ist das hier mit Abstand das geilste. Optisch gesehen zumindest. Auch schön, wenn man mitten in der Arena ein bisschen eine Meldung kriegt, dass man bitte mit dem Internet verbunden sein soll, weil das Software sonst nicht mehr geht. Was? Jupp. Okay. Interesting. Nur sie wurde besiegt. War klar. Hier kommt ein Trassler. Ja, möchte mal wechseln. Das da. Na, Corgi ist ein bisschen angeschlagen, aber ist das schon hin, Corgi? Erstmal Mangrubbler. Die Paralyse kann nicht zurückgeworfen werden. Das finde ich schon mal gut. Denke, der Biss reicht, oder? Nein, reicht nicht. Aber wir konnten flinchen. Sehr gut. Der Trank würde ja auch nicht helfen. Na, vielleicht doch ein bisschen. Nee, eigentlich nicht. Ich wäre ja schneller. Mein Corgi ist schneller.
Jetzt dein kleines Trasler. Dana Haube erreicht Level 14. Nächstes so, kommt ein Wommel. Arena-Kampf. Yay! Das war sehr effektiv. Pokémon sind Lebewesen. Man kann sie nicht zwingen, so zu werden, wie man das möchte. Naja, ein bisschen schon. So, los geht's, würde ich sagen. Drück dir die Daumen. Doch, wenn es der Kacke verkacke ist, halt, mein Gott. Du machst es halt nochmal, ja. Eben.